Servus die Mal und grüß euch die Buben. Schönes Wetter, ich bin wieder unterwegs. Und gewohnte Gegend, Dschungel, wie es sein muss, das ausnutzen. In 3-4 Monaten kommst du dann wahrscheinlich eh nicht mehr durch. Aber ja, bin heute wieder ein bisschen rausgegangen. Hab auch gar nicht viel große Tour zum Rennen. Spiel mich noch wieder ein bisschen mit der Kamera, hab was zum Essen mitgenommen heute. So einen Minutensteak, die möchte ich mal machen. Also quasi ein Kochvideo. Ja. Ich bin auch schon am Weg, irgendwo einen Platz zum Suchen. Ziehst du noch ein bisschen durch, vielleicht sehen wir noch was Schönes, aber wenn ich einen Baumstamm finde, was mir gefällt, wisst ihr, dann bleiben wir dort. Gehen wir. Na, den hat ein Biber umgelegt. He? Ganz frisch ist er nicht mehr, aber so alt dürfte es auch noch nicht sein. Schön gemacht. Der hätte so gern einen Biber erleben. So gern filmen. Wenn ich da heute so durch den Wald durchschaue, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Also, so dicht ist das jetzt gar nicht. Aber wenn da überall Blauen drauf sind, ist schon ein Wahnsinn. Ja, ich bin auch, wie gesagt, nicht so tief herin. Ich höre da hinten noch leichte Straßen, aber ja, kommt drauf an, wie der Wind steht. Aber ich denke mir, da habe ich jetzt einen Platz gefunden. Das schaut ganz gut aus. Ich glaube, das wäre mir nehmen. Ja, und da daneben, da ist der Baum zusammengewachsen. Dann sieht man da ein Stück durch. Da ist er wieder zusammengewachsen. Da sieht man wieder durch. Und da oben ist er wieder ein Stückchen zusammengewachsen. Gigantisch. Ah. Ja. Ich denke, da bleibe ich. Scheint mir die Sonne ein bisschen an. Ah, geht zwar ein bisschen Wind, aber macht nichts. So, ich habe mir in der Zwischenzeit alles aufgebaut und heute, wie angekündigt, es gibt ein paar Minutensteaks und ein paar Kartoffeln dazu. Die mache ich mir auf meinen Gaskocher heute und zuerst werden wir den da mal, ich habe schon vorab einmal das Ganze in die Waage gestellt, wegen Öl und wie ich das mache, wisst ihr eh schon langsam. Das hat ja jeder so eine Wasserwag-App da auf die Handys. Die mache ich ganz einfach auf, leg's drauf und stelle mir halt so hin, bis er halbwegs in der Waage ist. Jo. Dann brauchen wir ein bisschen Öl. Gasbrenner steht natürlich am Boden, nicht am Tischl herum. Heute habe ich das große Tischl sogar mit. So, machen wir zu. Nicht verlieren. Würzen mit meiner Spezialmischung. Ja,
Das sind ja gleich fertig, sind so Minutensticks quasi heißen, die eine Minute auf der Seite, eine auf der anderen rauskommen. Und das war's. Ja, wie gesagt, sicher jetzt aber der Kocher steht am Boden. Und um tun wir es eh alles weg, weil wenn das umfällt, kann auch nichts passieren. Und ich kann euch auch sagen, das riecht schon extrem lecker. Herrlich. Ja, Freunde, es ist soweit. Und wir müssen schon kosten, ein Fleischerl. Kartoffeln sind auch fertig. Die kann ich sagen, sehr lecker. Na, Kartoffel zieht sich jetzt was. Eine Fleischerl habe ich noch reingehauen. Kann man gelten lassen. Ein bisschen Energy dazu. Riecht und schmeckt gigantisch. Ich hole euch mal schnell zum Fleischerl zu. Ja, so seht's. Lecki, 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 kann ich nur sagen. So, das reicht schon. Mal da drauf stehen. Ja, Freunde, es entschuldigt mich, dass ich das jetzt gar esse, bevor es kalt wird. Und ich will euch den Mund nicht wieder so extrem wässrig machen. Also, bis später, wenn ich fertig bin. So, Käffchen genehmigen wir jetzt noch. Ich mache mal am Tisch herum. Innenschutz habe ich jetzt auch drauf. Er ist vorher nicht gegangen, wegen einem Pfandl geht es ja nicht aus. So. Ja, beim Sitzen merkt man, dass es kühl ist. Ich habe heute eigentlich nur das Leiberl drunter. Aber ich habe noch so einen kleinen Windbrecher noch mit. Den ziehe ich mir notfalls drüber, dann geht auch die Wärme nicht verloren. Jawohl. Der ist fertig. Es wisst ihr wieder, wer dran kommt. Krankensessel, es wird Sommer, es wird Frühling. Gesund werden, der Sausse kommt. Ein paar Wochen ist übertrieben, aber ein paar Monate und wir haben sie da schön warm. Ja, Freunde, schaut's mal, dass man gesund wird. Und die Gesunden schaut's mir, dass man nicht krank wird. Prost! Ja, der ist halt wieder gut. Ja, ist eigentlich immer gut. Ja, ich sitze jetzt im Schatten. Das heißt, die Sonne ist fast weg. Jetzt scheint mir ein bisschen ins Gesicht. Das ist gleich ganz anders. Viel kühler. Aber es macht ja eigentlich eh nichts, weil ich bin. Mein Essen ist schon fertig, mein Käfchen dann noch. Mehr wollte ich heute gar nicht, ein bisschen mit der Kamera spielen. Habe ich wieder gemacht auch. Und schon langsam fuchse ich in die Sonne rein. Naja, wer schreit da? Ah ja. Irgendeiner macht dann gerade da hinten, irgendein Vogel. Ruhe ist, wenn einer schreit, bin das ich. Ah, keine Ahnung, wie das ist. So, noch fertig trinken und dann packen wir zusammen. Ich spät haben wir es nicht mehr. Es ist kurz nach drei. Ja. Was soll's? Naja, wenn ich da am Boden schaue, da kommen schon die ganzen Knopfsprung raus.
Und da hinten auf den Haselnussstrauch, der fängt schon an zu blühen. Ah, gewaltig. Jawohl, so ist es. Da oben mir auch, der blüht auch schon. Wahnsinn. Jo. Nichtsdestotrotz, wir dann beim Heimgehen noch einen Sprung runterschauen zum Wasserl. Und wir vielleicht da noch was entdecken werden. Ja, okay, Freunde. Ich reiche jetzt einmal kurz an, stelle euch dort ins Eck und werde mich anfangen zum Zusammenräumen. Dann hole ich wieder dazu. Ah. So, da. Das werden wir wieder. Huschis. Oh, da ist ein schönes Loch drin. Gewaltig. Ein bisschen blitzt noch zwischen die Bahn durch. Durch den Dschungel. Ein paar Schwammerl sind da drauf. Ja, und da vorne sind wir dann wieder beim Wasser. Da schauen wir jetzt noch ein. Ja, viel langsam schaffe ich es wieder zum Ausgang 4 zu kommen. Ja, Freunde, mit dem ausdruckenden Hintergrund werde ich mich gleich von euch verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Malen und pfiat euch die Buben.